So, also graben wir erstmal in den Untergrund. Und ich muss auch gleich eine Leiter da hinsetzen. Zumindest erstmal provisorisch. Oh, da ist aber nicht mehr da. Ja gut, dann bauen wir uns was. Ich muss hier drin an der Werkbank hinsetzen. Ich will nicht immer da rauslaufen. Ist hier eine Werkbank? Nö, ich hatte ja welche mitgebracht. Dann sind die hier. Ja. Eine Werkbank genügt erstmal. Ich setze die mal dahin, in die Ecke. Den Ofen mache ich jetzt auch mal weg. So, da war noch Glas drin. So. Ja. Was wollte ich jetzt? Genau. Das reicht ja nicht. Ich brauche ja 7. Ja, da muss ich mir halt noch Stöckchen bauen. Ich habe doch hier jede Menge Holz mit. Nein, so. Okay, so jetzt. Okay. Den Raum, den können wir aber ruhig jetzt... Oh ja, genau, der Fackel hinsetzen ist eine gute Idee. Wenn es denn ginge. So, jetzt aber. Eine Zweierhöhe ist mir zu wenig. Da will ich eine Dreierhöhe haben. Ja gut, wie groß müssen wir das jetzt machen? Ja, das werde ich ja sehen, wenn da der Dingsbumsboden anfängt hier. Also hier. Genau, also dann soll hier die Mauer hin. Okay. Und dann gehen wir noch eine Schicht tiefer. Aber da muss ja... Ach so, das muss auch weg. Ja genau, da soll ja die Mauer hin. Deswegen das mit der Leiter eben provisorisch. So, da, was ist denn da? Ach so, das ist, ja, okay. Ja, doch, das passt so. Ja, das machen wir einfach so. Dann sehe ich da oben auch das Holz hier. Da soll es sowieso die Mauer hin. Ja, aus welchem Material machen wir jetzt die? Ich will das gerne hier heller haben und der rote Sandstein ist mir ein bisschen zu dunkel. Also dann doch lieber den hellen Sandstein. Ja, dann machen wir das so. Und den Boden machen wir auch aus dem hellen Sandstein. Da kann ich jetzt erstmal die Wände machen. Und dann da Fackeln dran setzen und dann die Fackeln vom Boden wieder weg. Beziehungsweise den ganzen Boden weg und neu machen. So müsste das alles sein. Da ist der, ja, genau. Das ist das hier. Okay, so. Ja, das reicht. So groß wird das innen. Dann brauche ich aber hier doch noch roten Sandstein, um... Ne, Moment mal, hier. Doch, die Erde muss weg hier. So, genau, ich wollte ja das Holz sehen. Ach ja, und hier, da kommt aber noch roter Sandstein hin. Oder machen wir da auch weißen hin? Dass wir den weißen von außen sehen. Doch, den weißen von außen, oder? Also, ich hole da auf jeden Fall mal was. Ja, Moment, so. Ich teleportiere mich jetzt einfach dahin. Hole weißen und roten Sandstein nochmal. Sandstein sollte ich aber eigentlich haben. Also von dem hellen. Ja, und roten Sandstein brauche ich ja nicht so viel. Okay. So und so. Ja, wir können wieder zurück. Wir sind ja sowieso drin. Sogar unten. Ach ja, aber wie sieht das jetzt außen aus hier? Ich mach da mal
Weißen Sandstein hin. Ach so, und auch hier. Ach so, ja, die Wände sollen ja sowieso aus weißem Sandstein sein. Ja, genau. Die Wände sowieso. Ja gut, wenn das eine Wand ist, dann muss ich mir gar nicht überlegen, wie das hier aussehen soll. Hier die Ecke. Dann soll das einfach so werden. Ja, das ist gut hier. Ja, das ist richtig schön hell. Da haben wir dann das hier. Ja, okay. So, auch hier machen wir zu. Dann haben wir das nämlich komplett erstmal erledigt. Und dann kann ich hier gleich wieder die Leiter hinbauen. So. Ja, hier sieht man jetzt diesen Sandstein. Das sieht ganz gut. Oh, ja, ich gehe ja schon wieder rein. Kaum geht man nach draußen, wird man schon wieder beschossen. Naja, krakeet ihr da draußen herum. Achso, ich wollte ja die Fackeln an die Wände setzen erstmal. So, dann kann ich den Boden wegmachen. Und ich werde auch da unter der Mauer noch eine Schicht wegmachen. Um auch da nochmal Sandstein hinzusetzen. Da kriegen wir sogar noch ein bisschen Kohle. So, okay, sehr gut, das passt soweit. Aber ich will ja auch hier das noch wegmachen. Eine ordentliche Sohle betonieren, zum Schluss natürlich, bevor das Haus fertig ist. So, das da soll alles weg, der hier auch. Und dann haben wir noch den und den und den da wegzumachen. So. Oh ja, schön hell ist das hier unten. So, da habe ich jetzt einen... Nö, doch nicht falsch gesetzt. Aber Moment mal, jetzt ist der Raum hier 3 hoch. Der soll ja auch 3 hoch sein. Genau, ich muss jetzt den Boden noch raus. Ah, okay. Und da muss ich ja nochmal so eine Schicht wegmachen. Ich wollte ja eine 3er Höhe haben für den Raum. Na gut, da müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Was geschieht da? Bei den Skeletten. Machen die sich gegenseitig kaputt? Ja, jetzt ist auf jeden Fall eins weniger. Oder war das ein Skelett und ein Zombie oder so? Ja, ist ja auch egal. Es ist jetzt eins weniger. So, das die gleiche Prozedur also wie gerade eben nochmal. Und dann der Rest hier mit der Schaufel. Okay, und das jetzt hier alles. Oh, aber da fällt mir noch was ein. Ich habe ja noch was vergessen. Ich wollte ja noch so Abflussdinger da machen. Aus Metall. Genau, die holen wir uns gleich noch. So, ich mache eben den Boden hier noch fertig. Und dann hole ich die. Muss ich mir ja aus dem Lager holen, weil ich keine hier habe. Und auch kein Metall. So, ah, schön, wie hell das hier ist. Sehr gut. Ja gut, dann mache ich das gleich mal. Ist nur die Frage, ob wir die auch da in den Boden setzen können, aber wahrscheinlich schon. Müsste ja eigentlich gehen. Nee, das war's nicht. Hier. Wir haben keine. Da muss ich eben welche bauen. Irgendwo sind die. Keine Ahnung wo, aber irgendwo. So, war das hier? Ja, genau. Okay, ich habe nur 9 Stück. Ah nee, hier 7. 16 Stück. Ja, 64 durch 4 ist 16. So, wieder zurück. So, hier drin hatte ich nämlich die Idee. Ja, doch, das geht. Machen wir hier hin. Ja, wunderbar. Dann machen wir das so vereinzelt halt. Solche Dinger hin.
Da vorne. Da machen wir auch hier einen hin. So, das war jetzt hier, haben wir welche. Haben wir da auch noch? Ne, da noch nicht. Dann machen wir da noch eine hin. Und dann, ah, da ist schon eine und da ist eine, dann setzen wir noch da eine hin. Ja, sehr gut. So, so gefällt mir das. Ja, passt so. Hier haben wir auch was, ja. Also diese Platten hier unten, meinte ich jetzt. Gut, dann können wir wieder nach unten verschwinden. Ein paar Minuten haben wir ja noch. So, was machen wir jetzt hier? Eigentlich nichts Besonderes. Da stellen wir einfach nur ein paar Kisten hin oder so. Ja, da machen wir einfach so ein Lager draus. Genau. Also, wir brauchen Kisten. Und da sind welche. Ich muss noch mehr bauen, weil das nicht genügt. Oh ja, da könnten wir auch was hinsetzen. Und ich habe schon wieder so viel anderes gerümpelt, was weg muss. Okay, also raus mit dem Zeug hier. Na, das brauchen wir noch. Achso, die Kiste ist voll. Schon, oh Mann. Aber die werden sowieso wieder geleert. Die können auch weg, das kann weg. Da passt aber nichts mehr rein. Das kann auch weg. Das kann weg. Und aus dem Holz wollte ich mir Kisten bauen. Habe ich da noch mehr Holz? Hier sieht es nicht danach aus. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Und da auch nicht. Gut, dann muss ich jetzt erstmal mit dem auskommen. Naja, das ist ein bisschen wenig. Okay, wir brauchen also mehr Kisten. Naja, gut, auf ins Lager und Kisten holen. Vielleicht kriegen wir den Keller jetzt noch fertig. Also jetzt, ich meine jetzt in der heutigen Folge. So, das da. Na, ich könnte mir aber auch noch... Da nehme ich Fichtenholz. Nee, Birken. Birken meine ich. Hier, sowas da. Um so Regale zu bauen. Oh, habe ich eigentlich Blumentöpfe da? Nö, natürlich nicht, oder? Okay, ich muss Blumentöpfe holen. Die können natürlich auch da ganz gut zur Geltung kommen. Ja, doch hier. Oder doch nicht? Habe ich da eine eigene Kiste? Nö, eigentlich nicht. Da muss ich also welche herstellen. Siegel? Ey, wo sind die ganzen Blumentöpfe? Ich weiß wo. Wir müssen da eben hingehen. Hier. Hier werden wir auch bald weitermachen. Ne, da sind keine. Da sind auch keine. Da sind welche. Ja, ich nehme mal die mit 40, sollten genügen. Ja, hier werden wir auch demnächst weitermachen dann. Ist ja eine unserer drei Baustellen. Aber jetzt an dem Moment bleiben wir erstmal. Noch hier, dieser Schuppen, den wir gerade bauen, der gar kein Schuppen ist, der ist halt doch größer geworden als ursprünglich gedacht, aber, also, oder umfangreich halt, aber macht ja nichts. So, also ab in den Keller. Wie haben wir das Obergeschoss auch noch auszubauen? So, wir können also auf jeden Fall gleich mal hier eine Kiste hinstellen, dann hier was und hier und hier. Ja, hier nur eine. So, okay, gut. Dann kommt hier ein Regal hin. Wie mache ich jetzt das? Da muss ich hier was dagegen setzen. Ne, das ist genau verkehrt. Da muss ich das so machen. Ja, genau so. So hatte ich das vor. Da können wir die Regalreihe schlichtweg komplett durchziehen. Ja, einfach komplett durchziehen. Machen wir da auch was hin? So? Nee, das ist mir zu knapp. So, wenn ich jetzt hier oben drauf eine Kiste stelle,
dann geht die nicht mehr auf. Aber das macht nichts. Ja, doch, machen wir so. Steht ganz genauso da wie unten. Ja, macht nichts. So, da haben wir Platz für Fackeln. Ich will aber keine Fackeln haben, sondern Glühstein. Hey, ist das hell hier drin? Kommt hier so viel Luft, so viel Licht? Ach so, von da ganz oben auch noch. Ja, okay, dann ist kein Wunder. Ja, wir brauchen ein bisschen Glühstein. Ne, da oben nicht. Da war ja immer noch Holz drin. Da ist auch nichts drin. Hier, das sollte genügen. Da machen wir hier was hin. Das ist da, da machen wir das dorthin. So, direkt vor die Kiste. Ja, ist egal. Ist halt direkt vor der Kiste. Oder wir setzen... Na, dann muss die hier weg hier. Wir setzen hier eine große hin. So. Ach ja, und Blumentöpfe habe ich ja eigens mitgebracht. Da kann man dazwischen noch welche hinstellen. Die sind natürlich leer, da ist jetzt nichts drin. Die stehen einfach nur so da. Weil sie irgendwo gelagert werden müssen. Ne, aufeinander kann ich die nicht stellen. Ja, okay, so. Und hier... Ne, hier will ich keine Blumentöpfe hinstellen. Aber ne, da kann ich auch nichts draufstellen. Hier kann einer drauf. Aber hier in die Ecke kann einer... Ne, da will ich keine hinstellen. Ja, okay. So, dann sind wir mit dem Dings auch fertig, mit dem Keller. Ja. Kann ich da... Oh ja, da kann ich was draufstellen. Okay, gut. Ja, dann kann man da auch was reinpflanzen. Das würde ich gerne mal ausprobieren hier, wie das ist mit... ach nee, dann nehme ich andere Setzlinge. Da habe ich sogar noch Gummisetzlinge. Oh, ich muss auf die Uhr schauen. Oh ja, wir müssen ja Schluss machen. Ich bin schon wieder voll am Überziehen. Und der Keller ist ja auch fertig geworden. Ja, das ist doch ein guter Abschluss. Dann setze ich jetzt da nochmal Setzlinge rein. Da war doch noch irgendwo was. Ich dachte, da wäre noch ein Topf gewesen. Ja, okay. Da kann ich aber noch da unten einen hinsetzen. So, ja, die Erde wächst ja auch zu. Okay, gut, dann machen wir Schluss für heute. Ja, der wird schon irgendwann mal wachsen. Ja, beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Wir haben ja noch was zu tun, obwohl wir schon sehr viel jetzt geschafft haben. Das da draußen, ja, da müssen wir noch anpflanzen, genau. Hier noch eine Einrichtung machen. Und im Keller ist ja alles fertig und hier oben noch alles komplett machen. Ja, gut. Sehr schön. Dann sind wir damit auch bald fertig und können zur nächsten Baustelle. Ach ja, und da waren ja noch diese Flächen da. Diese großen Flächen da. Darum will ich mich aber dann erst kümmern, wenn wir innen alles fertig gemacht haben. Okay, liebe Leute, dann machen wir Schluss für heute. Das Chaos lasse ich hier. Ich stelle einfach noch mehr Kisten auf für noch mehr Chaos und beseitige das dann zum Schluss. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!